Hallöchen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Die Sims 2. Diesmal zurück auf unserem tollen, Stammi-Haushalt, Grundstück. Reichen Sim heiraten. Ich weiß zwar nicht, ob Frank jetzt wirklich als reich zählt, aber ja. Auf jeden Fall hat sie auch den Wunsch, irgendwie ihn zu heiraten. Und ja, wir sind auf jeden Fall erstmal wieder hier und ja, leben wahrscheinlich jetzt erstmal den ganz normalen Alltag. Zwischendurch kommt halt mal Frank vorbei, denke ich mal. Wir müssen ja sowieso unserer lieben Familie sagen, dass wir uns verlobt haben. Aber eins nach dem anderen. Ich mache jetzt erstmal Folgendes und zwar die Alterung aus und wir suchen uns einen Job. Weil mir ist das auch wichtig. Die sind sowieso alle noch am Schlafen. Abigail ist immer noch fleißig am Lernen. Ich weiß nicht, ob sie seitdem wir weg sind, da jetzt dran steht. Vor allen Dingen hat sie sich dafür halt sehr gut gehalten. Kathi ist erkältet, sie braucht viel Ruhe. Du, mein Lieber, um dich müssen wir uns unbedingt kümmern. Das heißt, Journalistin muss sie jetzt nicht sein. Auf jeden Fall müssen wir mit ihm die Hausaufgaben fertig machen. Showbusiness, wow. Zeichentricksprecherin. Eigentlich würde ich was, ja, weiß nicht. Faulenzer, freiberufliche Fotografin. Ja, nee, eigentlich nicht. Militäroberst. Nee. Also zum Militär gehen wir, denke ich, auch nicht. Gesetzhüter, Hauptkommissarin. Dann werden wir doch einfach diese Zeichentrick-Sprecherin. Das würde mich natürlich interessieren. Um 12. So, dafür brauchen wir noch Charisma. Kein Problem. So, Theo, ich habe gesehen, du bist hier. Bist du wach? Und zwar können wir ja jetzt mal unsere Tochter mal begrüßen. Ist ja gerade erst nach Hause gekommen. Und dann, ja, da müssen wir uns unbedingt mal unterhalten, wie war's? Und dann ein bisschen Hände klatschen. Dann, ja, dann erzählen wir hier, was hier abgegangen ist, dass Kathi halt erkältet ist und ja. Halt alles im grünen Bereich, denke ich mal, ne? Und dann vor allen Dingen sollten wir dann auch unserem Vater vielleicht mal was von dem lieben Frank erzählen. Und zwar, ja, ich bin verlobt, aber das habe ich dir gerade gar nicht gesagt. Deswegen mache ich das jetzt nochmal. Aber das Einzige, worüber die sich unterhalten, ist Kathi, ne? Oh nein. Die reden davon, dass Kathi herabgestuft worden ist, ne? Ja, ist ja vollkommen klar. So, Abby, deine Tochter ist wieder da. Magst du sie denn nicht auch mal begrüßen? Ja, du lass okay. Ja, gratulieren, das ist. Vielleicht solltest du mal aufs Klo gehen. So, aber heute arbeiten, heute hast du frei. Du hast heute auch frei, Adam hat frei und Abigail hat frei. Das heißt, unter Umständen machen wir das so, dass wir vielleicht Frank für heute Abend einladen. Und dann kann er die Familie mal kennenlernen. Anisha. Ja?
Lupe, Butanga. Nochmal? Achso, ja. Ah ja, die haben nichts anderes zu tun als lästern, ne? Über. Ich meine, das ist ja auch Tratsch, ne? Jetzt gucken wir mal, ob wir was Vernünftiges im Schrank finden. Was wir uns anziehen könnten. Was hat denn... Epigel hat sowas an, das heißt, wir könnten uns vielleicht sowas mal... Sowas hier? Was gibt's denn sonst noch für Auswahl? Ja, das, was wir auch auf der Uni anhatten, ne? Aber ich denke mal, wir ziehen mal das an. Das sieht auf jeden Fall besser aus als das vorherige. Hast du denn heute auch frei? Ja, fein. So, wir dürfen auf jeden Fall den Cody nicht vergessen, dass der auf jeden Fall wieder auf die 1 kommt, damit ich den älter werden lassen kann. Kathi ist wieder gesund, siehst du mal. Frühstück servieren. Können wir das eigentlich? Können wir kochen? Naja, nicht wirklich. Wie wär's, wenn du vielleicht mal reden gibst? So, du bist, glaube ich, im Mutterschaftsurlaub. Dann könntest du vielleicht mal... Du müsstest auch mal deine Bedürfnisse wieder in den Griff kriegen. Dazu gehört normalerweise auch, was ist denn jetzt los? Bist du irgendwie doof oder so? Achso, da war noch der Theo oder was? Gefüllte Waffeln. Ich denke mal, irgendwann wird es auch so weit sein, dass Kathi ihr Kind dann auf die Welt bringt. Worauf wir uns ja auch schon freuen. So, Hundi, wie geht's dir? Du hast Hunger. Du hast aber auch nichts im... im Napf, ne? So, du kannst dann essen kommen, wenn du einen Punkt dazu gekriegt hast. Du wirst spielen, aber du kannst eher was essen kommen. Und du kannst, denke ich, auch mal was essen. Ich denke mal, Epigel wird jetzt erstmal eine Weile schlafen, bevor sie was zu essen bekommt. Ach ja, nee, unser Kind, Cody ist noch nicht wach. Aber das wird sich bestimmt ändern, wenn... Du kannst keine Blasen machen, oder? Du kannst Blasen machen? Wow, cool. Dann mach das einfach mal. Also ich denke mal, dass Lena nicht die ganze Zeit jetzt hier wohnen wird, weil... Ich meine, wenn sie dann jetzt noch den Frank hier hin, dann das hat ja alles hier keinen Platz. Wir sind ja dann schon 8, wenn das Kind kommt, ne? So, das heißt, den Charisma-Punkt, den wir brauchen, haben wir jetzt. Das heißt, du kannst jetzt kommen. Ach, es ist mir mal wieder angenehm, wenn man hier wieder im Haushalt ist. Das ist echt so. Stäbchen holen spielen, okay. Ach ja. Die gute alte Zeiten. Was? Also Adam, was soll das jetzt?
Also ich meine, ja, nee. Nibits, Chapei, Blabi, Dova. Chapei, Durde. Drado. Chapa, Chapa. Und sie findet Adam auch ein bisschen. Ja. Ipsi Bravo Schufa. Esu la Ram. Magai. So viel Leute in der Liste. So. Und dann können wir ja mal gucken, ob wir vielleicht den lieben Dings also einladen können, ob der da drauf Bock hat. So. So. Du bist eigentlich gut drauf. Das heißt, du kannst jetzt nochmal duschen gehen. Und dann was essen kommen. So. Wir gehen schon mal nach draußen. Wir halten schon Ausschau nach ihm. Na, da hinten kommt er doch. So lange nicht mehr gesehen. Ich habe ihn extra dann auch von der Uni geholt. Also er hat auch einen Abschluss. Vorstellen. Wieso kann ich denn nicht meinen Eltern Jo Wegni? Sweeper! Oh Gott, was? Alter, jetzt übertreib mal nicht. Ist auch nur noch Haut und Knochen. Hat ja zumindest noch einen Pullover an. Erst die Noten, die im Keller sind, und dann. Kann ich ihm denn auch wenigstens vorstellen? Nee, anscheinend nicht. So, Kathi, dann geh mal aufs Klo und dann kannst du duschen gehen. Ich meine baden. Ich meine schlafen. Mein Gott. So, und für dich geht's dann an die Hausaufgaben, wenn du fertig bist. So, dann würde ich mal gucken, dass wir uns mal unterhalten. Weil schließlich bist du ja mit Theos Tochter zusammen und nicht. Und du bist ja nicht Adams Tochter. So, du bist auch gerade fertig geworden mit Schlafen. Können wir denn eigentlich schon Mittagessen servieren? Nee, es ist ja noch so voll. Dann machen wir doch Pfannkuchen. So, und Fragen nach Interessen. Fragen. Was sind deine Fähigkeiten? So, machst du jetzt schön Hausaufgaben? Hast du Hausaufgaben gemacht? Ich hoffe es für dich. Also sowas fragt man ja als Vater.
ob du dann auch die Tochter Ich meine, wir haben uns ja schon mal auf der Uni getroffen, ne? Das ist ja jetzt mal blöd. Ne? Dann können wir uns dann mit dem mal ein bisschen unterhalten. Und was wird das hier, wenn das fertig wird? Sie ist nicht schwanger. Ich weiß zwar nicht, ob das geht. Ob man vorschlagen kann, ob er einziehen soll. Aber ich glaube nicht, ne? Weil sonst steht das ja hier irgendwo unter Vorschlagen. Geht das dann trotzdem? Weil dann könnte man nämlich hier die Hochzeit feiern. Und dann zieht man zusammen weg, ne? Da muss ich dann noch mit Etikel darüber reden, ne? Ah, guck mal, jetzt kann man den... So. Bestimmt werden wir nicht ihn fragen, ob ihm gefällt, was er sieht. Das vielleicht mal aufs Klo. Und dann, ja, was könnten wir denn mit dir noch so anstellen? Du könntest eigentlich mal auf dem Spielplatz spielen. Dafür haben wir den ja. So, jetzt können wir ihn doch eigentlich auch mal ein bisschen knuddeln. Hier? Wird jetzt eine Runde Billard gespielt oder wieso gehst du denn hier aufs Klo? Auf dem Klo, sehr romantisch. Und dann können wir ja hier auch wieder was Schönes aufbauen für die Hochzeit. Und es schneit. Richtig passend, weil wir ja, na gut, wir haben hier schon Frühling. Gibt's nicht eigentlich auch diese Wettermaschine? Da war sie doch. Ist das Wetter? Naja, ausprobieren können wir das ja mal, ne? Und dann werde ich auf jeden Fall erstmal hier kurz speichern, falls irgendwas schief geht. Falls das Spiel wieder überfordert ist mit den Dingen. Ja, wobei, wir können ja auch die Wettermaschine dann benutzen, wenn wir wirklich dann auch Winter und sowas haben wollen, ne? Achso, das ist die Dusche.
So, dann werde ich oben mal vielleicht so... Die Sachen kann ich ja eigentlich auch stehen lassen, ne? Ich weiß nur nicht, ob das Bett hier reinpasst. Vielleicht stellt man den Bass auch einfach hier draußen hin. Das werde ich dann mal verkaufen. Und dann holen wir uns auf jeden Fall ein gutes Bett. Vielleicht auch so eins. So ein schönes Himmelbett. Und dann... Das sieht doch auch schön aus. Gut, vielleicht ein bisschen winterlich. Das da einfach. Wer weiß, ob der da hinkommt. So, und dann muss ich mal gucken. Jetzt lass sie doch mal in Ruhe. Willst du nicht mal ein bisschen... Nee, schwimm lieber nicht. Die Toilette ist auch verstopft, aber du gehst vielleicht mal ein bisschen Mittagsschlaf machen. Susanne Goldmann. Ja, du bist jetzt nicht so doof, um hier hinzukommen, oder? Rumschmusen. Wir haben uns ja jetzt so lange nicht mehr gesehen. So, Kathi, wie wär's, wenn du vielleicht dir auch mal was zu essen gönnst, ne? Zur Abwechslung, du kannst mal die Reste weglegen. Ja, und dann sollten wir vielleicht auch mal so ein paar Wünsche erfüllen, dass wir vielleicht auch mal Kathi küssen, weißt? Wir haben jetzt schon seit Ewigkeiten... auch nicht mehr rumgeknutscht oder irgendwas. Achso. Und dann können wir auch mal vielleicht das Baby streicheln und mit Bauch reden. So, was haben wir denn noch? Wieder zu viele Sims auf einmal. Ach so, unten war ja auch der Klo verstopft, ne? Vielleicht solltest du das Ding auch mal reinigen und nicht... Ach so, ja, ich hab dir das ja auch. Ich hab dir das ja auch aufgetragen, dass du die Toilette sauber machen sollst. Tschüss. Ja, das ist aber nett von dir. Nach dem Techtelmechtel sofort. Tschüss. Das ist ein sehr netter Abgang, muss ich sagen. Vielleicht wäre es vielleicht in Ordnung, wenn du jetzt erstmal duschen und aufs Klo gehst und dir dann das Essen reinziehst. Du bist noch fleißig am Schlafen. Oh mein Gott, ihr seid noch richtig am Blasen machen.
Was ja an sich nicht schlecht ist, aber du musst ja auch mal aufs Klo. Und der Adam, ich meine, der Theo, der müsste jetzt auch mal was für seine Bedürfnisse tun. So, Adam. Wie wär's? Na gut, der ist jetzt besetzt. Wenn du einfach mal schlafen gehst, hä? Aber wirklich, ein toller Freund, ne? Der direkt nach dem Techtelmechtel, ja, tschüss, ne? Also das sind immer die Besten. Schade, dass man nicht nach Sims fragen kann. So wie in Sims 4. Okay, Theo. Er ist eingeschlafen. Wie schön. Wie wäre es, wenn ich euch jetzt mal einfach mal eine andere Bettwäsche gebe? Wir haben ja jetzt das Ding gehabt, dass ich jetzt herausgefunden habe, dass doch, dass es noch andere Bettwäsche gibt, als außer die, die wir drauf haben. Und ihr kriegt jetzt auch mal was anderes. Vielleicht das... Sowas hier. Oh. Ah ja, und der Junge, der darf ja natürlich auch nicht fehlen, ne? Er kann ja einfach auch mal so ein blaues haben. So. Also das ist zwar grau, aber ja. So, du willst unbedingt spielen, dann kannst du das auch machen. Was ist jetzt so? Ist es schon soweit? Aber ich glaube, du musst noch einen Schuss am Bauch haben, oder? So. Jemand muss sich auch mal um den Hund kümmern, dass der gewaschen wird. Kann ja auch mal der Adam, ja genau, den ich ins Bett geschickt habe, ne, vor Stunden. Nee, ich glaube, Abigail könnte jetzt auch mal den Hund waschen. So. Dann hier mal ein bisschen sauber machen. Kannst du eigentlich... Ja, du kannst das auch machen. Nein. Du hast dein Bett hier oben, meine Liebe. Warum? Okay. Da baut jemand Spaß auf. So, Theo. Dich weike ich nochmal auf, weil du jetzt unbedingt mal was essen solltest. Also es ist auf jeden Fall wieder schön, hier zu sein. Und dann demnächst kann man ja schon mal die Weihnachtsdeko rauspacken. Damit wir auch etwas länger was davon haben. Wird die Theke nicht sauer, oder was? Okay, aber ich werde hier einen Cut machen und wir sehen uns in einer neuen Folge. Und bis dahin sage ich Tschüss!